Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Test eines kostenlosen Games. Und wir testen heute Royal Wars Farm TD. Das ist ein kostenloses Tower Defense Spiel, in dem Strategie auf Glück trifft. Platziere zufällig ausgewählte Türme, fusioniere sie für höhere Stufen und verteidige dein Königreich. Pflanze Kristalle, verwalte Ressourcen und bereite dich auf epische Schlachten vor. Erschienen ist das Game am 24. September 2024 und Entwickler und Publisher sind Shadow Profile. Ja, Tower Defense Spiele habt ihr vielleicht schon mitbekommen, teste ich gerne mal an. In dem Fall ist es jetzt so, dass mich hieran gereizt hat, dass sehr weit oben in der Beschreibung vom Genre auch steht künstliche Intelligenz. Würde mich mal interessieren. So, was ich schon mal merkwürdig finde, ist, dass es hier nicht mal einen Titel gibt. Wir gehen mal auf Deutsch. Okay. Hier können wir nicht wirklich was machen. Das gehe ich mal von aus. Unser Level, unsere Erfahrung. Headquarter. Oh, Headquarter. Aha. Es ist noch nicht alles übersetzt, wie wir sehen. Ne? Hier, Letter controls the flow of battle. Slowing down his force with powerful magic. Also, slow down. Okay. Training in armed combat. Can spot his enemies. Okay, sometimes strike them double. Also doppelter Schaden und er kann sie spotten und hat eine Weakness. Okay. Sharp has a blade. Fura can spot other weaknesses from far away. Also aus Entfernung, okay. To them with case. Okay, okay, okay. Und du use powerful and slow attacks. Also starke und slowende, also verlangsamende Attacken. Adam breaks, struts, enemy, Formationsdamage, Multi-Target und kann die Formation von Gegnern anscheinend brechen. Okay, alle Stufe 1 und die gehen dann natürlich irgendwann hier hoch und dementsprechend haben sie natürlich ein bisschen bessere Werte. Okay. Aber hier kann ich auch nichts machen, ne? Hier kann ich jetzt nicht irgendwie aufwerten oder so. Also ich sehe zumindest nichts, was ich machen kann. Okay. Dann spielen. Chapter 1. Wir gehen mal auf einfach und gucken. So, das Tutorial. Nicht am Turm. Was ist nicht am Turm? Ich kann hier nichts machen. Okay, Stufe 1, ja, Stufe 1, ich habe keine Ahnung, okay, ich kann ja auch nichts drücken, was ist das denn merkwürdiges? Also ich habe das hier, die Welle, die kann ich starten, nächst am Turm, Turmmodus. Was heißt denn Turmmodus? Okay, wir können runterscrollen zumindest. Das geht schon mal. Ich habe keine Ahnung. Verkaufen ist klar, dass man Kristalle verkaufen kann. Start mal. Ich habe keine Ahnung. Niedrigster Gegnergesundheit. Ach so, wir können den Turmmodus damit einstellen. Aber wir haben noch gar keinen Turm. Oh, jetzt haben wir was gesetzt. Green Mine. Wir setzen Minen, okay. Okay, damit haben wir jetzt ihn gesetzt. Aha. Das ergibt sich mir noch nicht ganz. Ah ja. Es ergibt sich mir tatsächlich null. Gerade. Ich weiß nicht, was man mit denen... Ah ja, jetzt haben wir hier was bekommen. Ich will aber nicht nur eine Mine haben.
Also ja, ich könnte jetzt natürlich davon noch. Ich hätte jetzt gesagt, wir bauen hier noch einen von euch hin. Red Mean, Green Mean. Okay. Kombiniere. Aha. Was haben wir noch? Blue Mean. Oh, jetzt hat er den gesetzt, okay. Also die kommen, obwohl wir auf leicht sind, kommen die alle durch. Besiegt. Okay, und das war einfach. Das fand ich jetzt. Okay, wir müssen. Lag vielleicht auch daran, dass wir nicht ganz durchgestiegen sind. Also wir brauchen auf jeden Fall. Können wir die erst setzen, wenn gestartet ist? Kann das sein? Okay, genau, den Magier setzen. Dann setzen wir noch ihn. Und ihn. Achso, die kommen durch Zufall. Oh, und jetzt ist er so Bogenschützen geworden. Okay, verstehe. So, und dann setzen wir noch einen Blau. Okay, jetzt können wir hier. Können wir die nächste noch nicht starten? Alle verkaufen. So, weil ich hätte auf jeden Fall schon mal hier noch einen dazugesetzt. Dann noch eine Red Mine. Zwei grüne Minen. Eine blaue Mine. Und noch eine blaue Mine. Mehr geht ja nicht. So, als nächstes hoffe ich, dass wir dann ordentlich Taster bekommen. So, und dann setzen wir auf alle Fälle noch. Okay. Warum haben wir jetzt so viele Bogenschützen? Gut, können wir noch. Wir haben grüne, blaue, eine rote würde ich noch bauen. Wollen. Ich weiß nicht, was es mit der 300, mit der 800 da auf sich hat. Okay. Achso, geht's ran. Okay. Wir sind schon durch. Also, dann 800. Oh, dann machen wir gleich einen hohen. Okay. Ist die Frage, ob sich das rein rechnerisch lohnt. Also, wir brauchen erstmal noch Minen. So, haben wir Minen. Dann würde ich sagen, bauen wir noch zwei von euch. Okay. Ich würde noch mal eine Mine überall bauen. Und dann würde ich tatsächlich noch dich und dich und dich. Oh, die sind verschiedene Stufen, deswegen. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. So, dann setz mir noch ein. Ja, wenn er gleich vorne ordentlich Krabums machen, ne? So. Und noch eine grüne. Okay. Was sollte er?
Okay. Hat wohl jemand noch. Oh, was ist mit denen? Warum gehen die durch? Einer? Oh, warte mal. Ey, wie viel Life haben die denn? 3000? Einen haben wir davon gerade mal bekommen? Uff. Achso, wir können natürlich jetzt... Oh, das hat natürlich jetzt ordentlich Zaster gebracht. Level abgeschlossen, okay. So, 1 von 3. Jetzt könnten wir noch auf Normal spielen. Wir gehen mal auf Normal. Mal gucken. Das bedeutet wieder, wir müssen am Anfang, also einmal starten. Dann setzen wir 2 hin. Und bauen Minen. So. Sehr gut. Dass man das jetzt nicht noch oder beschleunigen kann, finde ich etwas crazy. So, für mich jetzt eigentlich erst einmal... Achso, kann ich wirklich nur bauen... So. Dann will ich noch mehr Minen haben. Von mir aus noch eine blaue. Okay. So. Okay. Ja. Okay, und was da raus wird, ist tatsächlich irgendwie so wie so ein ja, Zufallsprinzip, ne? Okay. Kriegst du den auch noch, bitte? Jawolla. So, dann kriegen wir nämlich jetzt noch eine rote. So. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal 3 Minen. Und noch 2 von euch. Ich hätte tatsächlich gesagt, wir machen den. Okay. Also die Minen sind schon mal sehr, sehr wichtig. Das ist nicht gut. Ah, der ist durchgekommen.
So. Okay, perfekt. Dann würde ich jetzt tatsächlich noch mal 3 Minen setzen und noch mal 3 Minen. So. Nee, hier. Weil du hast eine große Reichweite. Oh, jetzt können wir den sogar hochbringen. Ich glaube, das ist der beste Magier gerade, den wir machen können. Keine Ahnung, an was die sterben. Tatsächlich, ne? Ob die überhaupt tötbar, also hab keine Ahnung. Okay. So, wir haben 800, dann Green and Red noch. Ja, ist nicht viel. Oh Mann, die sind, also stark sind die ja ohne Ende, ne? Da kann man ja sagen, was man will. Ich krieg ihn nicht down. Boah. Das ist sau schwer. Also wir versuchen es jetzt nochmal. Auf Normal. Wir setzen... Also wir setzen erstmal einen ein. Und noch einen. Und bauen eine Mine. Und noch eine Mine. Und noch eine Mine. So. Das ist jetzt wichtig. Wir müssen mehr Minen bauen. So viel mehr Minen. Ich habe so das Gefühl... So, wir bauen hier noch ein.
kommt nicht ran. Das ist schlecht. Wenn ich euch verkaufe, kann ich zumindest hier noch einen hinsetzen. Sehr gut. Hallo. Ich habe halt auch keine Ahnung, was die... Also Blue scheint ja am Verkaufspreis am meisten zu bringen. Aber das weg... Ah, das wechselt. Oh, okay. Hier zum Beispiel könnte ich jetzt alle verkaufen. Das wäre gar nicht so schlimm. Oder so verkehrt. Drücken wir es mal so aus. So, denn... Immer... Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Wir müssen die Minen so bauen, dass wir... Okay. Dass wir dann Plus machen. Jetzt sind nämlich die Minen weg. So, jetzt lohnt sich ja tatsächlich nur der Verkauf. Bedeutet, wir werden noch hier einen hinbauen. Blau. Okay, dann bauen wir noch mal Red, Green, Blue. Und wir nehmen noch einen dazu und setzen auf Blue. Dich erhöhen wir. Damit erhöhen wir dich. Bist du Stufe 3? Und was bist du denn? Support Tower? Das ist jetzt schlecht. Angriff. Weil. Okay, wir müssen hier jetzt ganz dringend Sachen rumpacken. Verkaufen. Oh Mist. Ja, die überleben. Wegen dem Support-Turm. Oh, das war schlecht. Das war nicht so gut. Die kommen durch. Wo sehe ich eigentlich, wie viel Armor ich habe? Sieht man das irgendwo? Ah, hier unten sehe ich zumindest mein Life. Okay. Ja, das war jetzt natürlich nicht so gut. So, wir brauchen... Okay, wir können dich verkaufen auf alle Fälle. Ja, wir müssen... Okay, hier können wir gut was... Oh, da konnten wir gut was verkaufen. So. Okay, und jetzt bauen wir hier erstmal noch Minen auf. Ja, von mir ist auch eine rote, blauer, blauer, noch eine grüne, noch eine rote. So, euch erstmal verkaufen. So. Okay, dann Combination. Ja. Na toll. Die würde ich tatsächlich noch nicht kombinieren. Ich würde jetzt noch Minen bauen wollen. Weil es verschwinden ja gleich welche. Bauen wir hier erstmal wieder Minen auf. Hier, guck mal. Thank you.
So. So, dann dich hoch. Dich hoch. Dich hoch. Weil der Tower kommt da noch an. Sehr gut. Dich erstmal hoch. Und dich. Verkaufen die. So. Hep. Hep, hep, hep. Hep, hep. Nein! Warum wird denn da jetzt immer so ein scheiß Tower draus? Ich versteh's nicht. Ich verstehe nicht, warum da so ein Tower draus wird. Also das ist dieses, was mit diesem Glück zu tun hat. Also grundsätzlich, es ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Kann man sagen, was man will. Easy, war in Ordnung. Normal, noch nicht geschafft. Da muss man die Taktik, auch was mit dem Verkaufen der Ressourcen dann passt, müsste man gucken, wie das genau funktioniert. Aber ich würde sagen, wir haben Einblick gehabt. Das ist das ganze Game. Mehr als die Einheiten gibt es nicht. Zumindest nicht die jetzt hier drinnen stehen, aber wir haben gesehen, es gab noch diesen Tower. Vielleicht gibt es noch andere dazu und es kommen vielleicht noch Updates. Werden wir sehen. Oder auch nicht, weil ich werde das Spiel nicht weiterspielen. Das ist mir zu monoton, könnte man sagen. Vom Schwierigkeitsgrad ist es allerdings gut. Das muss man schon sagen. Ja, wenn ihr Bock habt, schaut selber rein. Und dann wünsche ich viel Spaß euch noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und tschüss.